dahin. Von da nach dahin. Von da, wir gehen jetzt runter. Kann ich runterspringen? Ja. Willkommen zu Folge, keine Ahnung, für die nächste Folge bei Satisfactory. Ich hatte ja in der letzten Folge am Ende gesagt gehabt, ich musste erst herausfinden, wie das funktioniert, warum, halb, wieso es nicht klappte. Und, dann drehe ich mich mal um, guck mal da. Die 6 kamen schon mal. Es ist ja eine komische Konstruktion, aber es funktioniert. Und zwar mit einem bis jetzt sogar schon. Ja, ich gehe mal kurz hier entlang. So. Nur der in der Mitte, der hier läuft, ich habe da unten einen hingebaut, habe den flach gemacht und von da aus Strom gezogen. Der hat natürlich keine Verbindung zum, zur Kohle. Eventuell mache ich da noch eine Verbindung hin, dass ich mit dem Lüften da unten hingehe und dass wir dann da unten hin, was hin transportieren. Mal schauen, dass wir den einfach zusätzlich einbauen. Aber der quant momentan auch nicht. Warum? Weiß ich gerade aktuell nicht. Ah, weil wahrscheinlich die Kohle alle ist. Das kann durchaus sein. So, hier haben wir auf jeden Fall alle 6 am Laufen. Und jetzt muss ich halt auch diese anschließen. Das mache ich genauso wie hier auch. Ich setze mich jetzt hier. Warte mal, können wir hier drüber hergehen? Da ging es nicht. Dann muss ich das hier vorne machen. Ne? Bin ich auch zu dicht da dran. Ich probiere es anders. Ich probiere es hier anders. Und zwar. Doch, machen wir doch so. Warte mal. Wir versuchen das mal. Ne, es passt mir hier vorne nicht. Ich glaube, es wird nicht gehen. Ich schau mal. Ich teste mal ganz kurz. Ich habe nicht genug Zementbeißel gerade einsaugen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier einen hinsetzen kann. Ja, ich habe es fast gedacht. Ja, ja, genau. Ist das im Wege? Dann müssen wir es anders machen. Und ich habe auch dafür schon eine Lösung. Also das ist ein bisschen doof gelöst, dass man hier nicht vernünftig drauf kommt. Also das ist jetzt echt... Boah, yes, Mario Josef hier. Hallo. Und zwar müssen wir es mal anders machen. Und zwar könnte ich gucken, ob hier unten. Was? Okay, hier geht's nicht. Da könnte ich einen hinsetzen. Das ist aber nicht praktisch. Ich kann hier nirgendwo einen hinsetzen. Okay, das wird jetzt nicht schön aussehen. Das kann ich mir jetzt schon mal sagen. Aber das ist mir erstmal. Ist mir prinzipiell erstmal egal. Ich bin hier nicht zum Schönbauen hier. Wenn wir uns hier mal. Das geht ja auch nicht. Deswegen. Genau. Deswegen. Ich glaube, das jetzt nicht echt nicht. Dann kann das Arad doch kriegen auf einen. Warte mal. Und zwar gibt es ja hier Logistik. Die Pipeline-Stütze hier. Ein höher. Ich hoffe, dass ich da das Ding da dran setzen kann. Natürlich nicht. Kann ich das denn dazwischen? Ah, okay, man könnte es dazwischen setzen, ist was? Wenn ich genug Freiraum, aber das ist ja nicht schlimm. Weil wir machen nämlich jetzt das so, dass wir von dieser Leitung her. Oben hingehen. Und das müsste jetzt anfangen zu pumpen hier. Langsam auf und zu gehen. So langsam. Gleich, er bewegt sich so langsam. Ja, aber es wird dann nicht packen. Also unterstützen wir den mit einer Pumpe. Und zwar müssen wir es jetzt so machen, richtig? Das müsste rechts hoch. Wenn wir es so machen, siehst du, dann geht es in die gegengesetzte Dinge rein. Wir müssen in die Richtung pumpen. Jetzt hier drauf, setze ich die Pumpe drauf und die soll jetzt anfangen zu pumpen. Und das müsste eigentlich anfangen, wenn ich die am Strom geschlossen habe. Warte mal, zack und hier drauf, zack, mal gucken, was war. Gepumpt.
Ja, da geht's los. Da sind da Pumpen dran. Bis das Ding dann halt voll ist. Auftrieb. Ja, das ist schon richtig so. Das hört er jetzt auf. Ist richtig. So. Und jetzt müssen wir es halt anders, ein bisschen anders produzieren. Und zwar gehen wir jetzt von hier aus direkt in einen rein. So. Ich mache jetzt hier drauf einfach eine Kreuzung. So. Und von der Kreuzung können wir jetzt nach da reingehen. Und nach da reingehen. Und eigentlich sollten die jetzt auch gleich anfangen zu qualmen. Eigentlich. Da ist schon beim Arbeiten. Okay, ich glaube, die eine Pumpe schafft nur das eine Ding hier. Ja, hier ist voll. Ich meine, es dauert immer ein bisschen, bis das hier gefüllt hat, aber... Die Pumpen sind zugange. 10 Kubikmeter, 9 Kubikmeter, 8 Kubikmeter, 7. So, mal gucken. Die kamen aber noch nicht. Hier kommt nichts an. Jetzt auch aufgehört. Kann natürlich jetzt sein, dass sie pumpen noch. Aha, es kommt. Aber jetzt kommt noch was an. 2 Kubikmeter. Aber hier kommt nichts an, ne? Maximal 300 Kubikmeter. Ich raff das nicht so ganz richtig mit dem Wasser hier, ganz ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt. Hier ist er voll. Versteht das denn hier richtig hier? Ja, auch. Ich meine, hier sind die Dinger voll. Die, da sieht man ja, schön voll. Aktuell betrachtet im Gebäude 50 Kubikmeter. Die Laufwerke, ach, die Laufwerke schon. Die Dings laufen auch wieder. Warum gehen die jetzt nicht an den Start? Okay, machen wir anders. Mir ist es wurscht, das ist nicht schlimm. Wir machen das anders. Wir können ja noch eine zweite Leitung hier hinbringen. Hochbringen. Die schließen wir dann einfach hier gut an. Der ist ja da dran. Ne? Könnt ihr den auch hier vorne vor Kopf anschließen? Mal so. Zack. Und dann hier vor Kopf. Müsste auch selber rauskommen. Ja, füllt sich direkt sofort wieder. Das ist schon mal schön. Gut. Dann können wir nämlich von der Leitung. Zapp. Nur hier dran. Eine Abkürzung finden. Wo kann ich runterspringen? Nein. Hier, geht runter. Juhu! Weil wir jetzt die eine Pumpe hier oben haben, kann ich jetzt hier unten das etwa sicherheitshalber abklemmen normalerweise. So. Ich mache das genau wie bei der hier. Das ist hier vorne. Wir haben ja Strom. Warte, jetzt muss ich überlegen, weil ich mache die Pumpen dann wieder aus. Das ist das Problem, was ich jetzt habe hier aktuell. Ich würde die Pumpen wieder ausmachen. Aber wir haben eine Leitung von da oben nach hier unten hin. Nein, wir müssen die erstmal laufen lassen. Das nützt nichts. Wir müssen die laufen lassen. Das heißt, ich müsste dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den hier. Seltsamerweise. Zu teuer. Weil mir wieder Kupferdings fehlt. Ach komm, ey, Leute, ey.
Wenn mir Blech fehlt, das ist doch nicht wahr, oder? Ich schmeiß mal eben da Kohle hin rein. Aha, der ist ja schon, der ist eh schon aus. Ach, deswegen kommt doch kein Wasser an. Warte, warte, warte. Ich mach mal schnell Kohle rein hier. Ah, da pumpen sie wieder. Es kann auch sein, dass die anderen drei auch anfangen. Bei von unten, ja, gut, das ist ganz klar. Kann da nichts nachlaufen. Die von hier nicht. Also muss ich erst wieder nach oben hin. Oh, ist das ein Gewusel hier langsam gelaufen. Das ist aber jetzt nicht schön, wie ich das da gebaut habe. Nein, die drei Qualen. Ah, gut, könnte ja nicht. Ich hab's noch nicht abgeklemmt, noch nicht. Eigentlich müssten sie aber qualmen. Oh, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass das halt dann so jetzt noch nicht geht, weil das einfach von der Kubikmeter zu viel ist. Dass ich auf jeden Fall eine zweite Pumpe hochsetzen muss. Aber die pumpt auch. Und hier ist offen, hier ist also offen. Warte mal. Schopp, schopp, schopp. Ah, hier ist noch die Belastung zu hoch für. Deswegen ist die Belastung noch hier hoch. Warte, warte, warte. Dann klemme ich mal ganz kurz ab. Das wäre ja dann... die beiden. Klemme ich mal ganz kurz. So. Und jetzt mal einmal anmachen. Keine Verbindung, ja, ist klar, okay. Keine Verbindung. Aha. Aha. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So. Da sind die ja voll mit Wasser, richtig? Genau, die sind voll mit Wasser. Sehr schön. Und jetzt muss ich halt noch eine Verbindung von da. Was hast du denn da gemacht? Und drüber. Genau. Eine Pipeline-Stütze, die stellen wir dann mal da oben drauf. So, na komm. Das ist einfach so erstmal provisorisch. Also ich muss das erstmal hier alles hinkriegen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich das wegreißen kann da unten. Die Leitung könnte ich ja noch nicht wegreißen, da geht noch nicht. Ich muss ja ganz schnell Kupfer besorgen hier irgendwo. Ja, die hat noch keine Verbindung, deswegen ist schon gerade ausgegangen. Was wäre denn, wenn wir jetzt schon mal den Strommasten mit eben kurz gucken. Nein, sondern nur mit dem anschließe. Okay. Wir haben den ersten Strom drin. Das heißt, wir kriegen unsere Bleche fertig. Wir müssen gucken, wir müssen ganz schnell unterrecken, weil unten, wenn da unten aus ist, fällt auch die Pumpe wieder aus.
Da müssen wir jetzt als erstes dran arbeiten jetzt, unbedingt. Dass wir hier... dahin. Von da nach dahin. Von da, wir gehen jetzt runter. Kann ich runterspringen? Ja. Geht zu dem dahin. Jawohl. Sie pumpen weiter. Gut. Ich lasse sie erstmal. Ach, damit auch die Dämmer weg. Eine testen hier. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall. Okay, die wird nicht voll. Dann brauche ich mal eben ein bisschen. Wo sind meine Energiezellen? Dass er leer ist. Oh, ich zieht hier. Oh, da kam es auch schon alles. Wo ist läuft wieder? Zumindest so halb. Das Ding ist auch voll hier schon, oder was? Alter Walter. Ja, hier, die ganzen Fließbänder laufen wieder. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich muss noch mehr Energie haben. Vielleicht muss ich diese drei auch noch anschießen. Dann müssen wir abwarten, was passiert. Dann muss ich auch die anderen Sachen alle anschießen. Wieder. So. Dann, ich denke mal, dass was ich geholt habe, das Kupfer, das reicht jetzt hier für zu herstellen. Na komm her. So. Zack. Pipeline. Wir haben was, müsste reichen. Soll da dran. Komm, gehen wir nur runter. Da dran. So, du sollst da drauf gehen. Dann mit einem Pipeline-Kreuzer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ja. Der läuft schon. Komm, starte du auch. Ich glaube, das Wasser reicht nicht. Kann das sein? Leer jetzt mit Wasser? Nö, eigentlich nicht. Guck, wir machen hier noch eine Pumpe rein hier. Die riechen jetzt richtig, ne? Ja klar. Ich weiß nicht, ob, ob das alles richtig ist, was ich hier mache. Definitiv nicht. Ich fange an zu pumpen. So ein bisschen, ja.
wollen die nicht starten. Kein Wasser. Ja, ich weiß, dass du kein Wasser hast. Weil ich sollte jetzt Wasser kriegen. Eigentlich ist jetzt nur ein Gefühl, was hier. Hier ist eigentlich nur Wasser dran. Da geht auch Wasser durch. Die Pumpe müsste jetzt eigentlich was. Kein Strom. Nein, was ist jetzt los? Ohne Wasser, hundertprozentig. Das kann ich mir nicht erklären, warum kein Strom da ist. Da ist über Wasser drin. Da, da geht's los. Hier hinten haben wir kein Wasser. Ja, alles klar. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Echt nicht. Ich kriege hier einen Kotzreiz, ganz ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt. Ich werde die komplette Stromenergie neu ziehen müssen. Das ist halt keine Art so. Definitiv nicht. Kriegen wir nicht geregelt. Die muss komplett neu ziehen. Das mit dem Wasser da unten, das klappt nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum die noch gut, weil die Wasser haben, klar. Jetzt laufen sie hier, alle. Das ist nicht wahr, oder? Aber müssten dann die Pumpe auch noch eigentlich auch noch laufen, oder nicht? Ja, warum habt ihr hier, jetzt keinen Strom? Eigentlich müssten die jetzt. Ach ne, ja, wir können ja nicht, keine Quatsch. Nee, nee. Alles gut. Kann kein Strom drin sein. Weil, ja, natürlich, haben wir da noch Platz frei? Ja. Hätten wir noch. Jetzt müssen wir kurz gucken. Ach, der ist nicht angeschlossen, ne? Und bevor ich hier viel dummes Zeug mache, dann komm, wir machen das neu. Das komplette wird neu gemacht, wird neu gebaut hier alles. Ja. Hat keine Art sowas. Definitiv nicht. Ich gehe jetzt mal kurz hoch zu unserer Hauptbase. Wir müssen das verfrachten. Ich werde das unten verfrachten, auf dem Wasser. Unten. Auf dem. Bereich. Muss mir irgendwas einfallen lassen, dass wir da mal kurz hoch, ob der da oben schon was produziert hat, eben für die 20 Minuten, wo wir hier Strom hatten hier oben. Da hat er ein paar Bleche gemacht, das wäre nicht schlecht. Ne? Oh, das. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier oben ist gar nichts passiert. Was machst du denn hier in der Ecke? Ach, du hast kein Sprit mehr drin. Dann werde ich hier in die Ecke geschleudert.
Oh ja, doch, wir haben schon ein bisschen gemacht. Sehr gut. Ich glaube, ich mach das mal so hier. Weiß nicht, ob da eine rein, eine für reicht. Das ist ja ein abgeschlossenes System hier vorne. Warte mal, ich müsste mal kurz was kappen. Den würde ich mal kurz kappen wollen. Ja. Ja, ist das halt normal. Wir haben ja eh keinen Strom hier. Und ich würde ganz gerne den hier kappen. So, wir setzen uns hier nämlich eine Biomassebrenner hin. Geben wir Stangen zu. Machen wir ganz fix. Dass der uns Kupfer mal ein bisschen bearbeitet. Schon mal macht. Fangen wir da dran, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Eine reicht. Treibstoff. Muss ich ihn holen. Treibstoff haben wir genug da. Hat der? Ne, hat er nicht. Nee. Wir müssen gucken, wie lange das hält. Gut. Und produziert er hier? Ja, gut. Da produziert er halt an unser Kupferblech. Ja, alles klar. Genau so sollte das sein. Sehr schön. Dann produziert er mal. Und da du nicht so viel verbrauchst, glaube ich, müsste das eigentlich gut reichen. Ja, für eine Zeit lang auf jeden Fall. Gut. Ja, liebe Zuschauer. Ich werde jetzt alles da vorne abreißen. Komplett. Wir werden den Kohlebereich nach unten versetzen bei Wasser. Also da nicht so weite Wege haben vielleicht. Also wir wissen ja jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Ich muss halt nur noch rausfinden, inwieweit ich das da... Lass mich in Ruhe. wie weit wir das da machen können. Ich muss mich da auf jeden Fall meine 12 Stück bauen. Auf jeden Fall. Die brauche ich definitiv wieder. Und ja, das wird doch ganz lustig werden, glaube ich. Ich glaube schon, dass es lustig wird. Oder auch nicht, je nachdem. Ah, kommt der weg! Lass mich in Ruhe, wo ist er? Sautier, ey, das ist doch nicht normal. Da kommt der hinterhergelaufen bis hier unten hin. Hab ich mich jetzt erschrocken. Fallen zwar noch, aber hier ist alles aus. Sie sind alle aus, weil kein Wasser ankommt. Ja, die ersten fallen wieder nach vorne. Weil ein bisschen pumpt, aber das war es aber auch schon. Das reicht nicht für den Strom, den wir haben. Das müssen alle pumpen. Das ist zu wenig Wasser, definitiv. Aber wir müssen mal gucken, wie wir es am besten machen. Ob wir dann diese Fläche da vorne nehmen. Ich weiß es noch nicht, liebe Leute. Ich weiß es echt noch nicht. Das wird komplett neu gemacht. Oder auch für diese Fläche vergrößern, dass wir bis dahin nur hochpumpen vielleicht. Ich möchte, wenn eine Möglichkeit einigermaßen ordentlich haben. Und ich habe auch schon so meine Ideen, ob es funktioniert, weiß ich nicht ganz genau, das müssen wir dann feststellen. Tja. Brauche ich Zement. Oder wisst ihr was? Genau, ich mache das anders. Ich mache das ohne Stream. Weil das habt ihr ja schon alles gesehen. Das wird quasi genauso nochmal gesetzt werden. Also mit 12 Kohlewerke. Warum brennen jetzt alle?
Ja, klar, weil jetzt keinen Verbrauch haben. Jetzt brauchen die nicht so viel. Jetzt kann natürlich alles voll werden hier. Ja, jetzt füllt sich so langsam alles. Ich muss das aber genau herausfinden. Aber ich vermute mal hier, weil hier steht 50 Kubikmeter und das Ding kann maximal 300. Das heißt, für 6 Stück brauche ich eine Pumpe. Weil ich schaffe maximal 300 Kubikmeter zu füllen und die brauchen ja diese 300 Kubikmeter, diese 6 Stück. Also müsste ich, glaube ich, zwei Pumpen machen, für jede Seite eine Pumpe. Gut, dann wäre es die Möglichkeit, wäre es die Überlegung wert, das dort doch so stehen zu lassen. Zwei Pumpen vernünftig hochziehen. Ordentlich hochziehen. Weil Strom ist das ja kein Problem, da hätten wir jetzt erstmal genug von da. Ich würde dann auch erst, das ist ja, wie gesagt, das ist ja kein Ding. Eigentlich erstmal. Ne? Ich würde dann die jetzt hier hochziehen quasi, nach hier vorne hin. Die ganzen Leitungen würden neu gelegt werden. Vernünftig, auch die ganzen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das vorhabe. Dass es nachher auch richtig ordentlich auch gut aussieht. Ne? Ich, wie gesagt, ich möchte es ganz gerne ein bisschen ordentlich haben. Muss ja nicht perfekt sein, aber es sollte schon ein bisschen ordentlicher sein. So wie dieses hier gute Model, das geht gar nicht. Und wir müssen halt beide hochziehen. Also ich will dann hier ein, dann kommt der von da nach darüber, dass wir hier einen hochziehen können und dann darf der andere hier hochgehen. Ich weiß nicht, ob das im Stream machen soll. Also nicht im Stream, sondern im Video. Da habe ich jetzt gerade noch überlegen dran. Eigentlich kennt ihr das Geschichte. Ich glaube, ich mache das so fertig, wie ich es gerne hätte. Ja, beim nächsten Video starte ich dann quasi auch wieder hier, wenn alles fertig ist. Sag alles, zeige mal ganz kurz alles, wie ich was gemacht habe, erkläre es ganz kurz. Und können dann das normale Spiel weiter fortsetzen. Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, so mache ich das auch. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir haben jetzt bis rum experimentiert, rumgetestet. Ich sehe gerade, ich bin ja schon ziemlich tot wieder. Ja. Das wird auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit geben hier für mich. Definitiv. Und ich glaube, ich muss wieder gucken, ich habe das ja alle von einer Kohlemine, ne? Richtig? Ja, ja, genau. Das wird echt lustig, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß nicht genau. Also es wird so ungefähr aussehen, wie es hier ist. So ungefähr stelle ich mir das schon vor. Warte mal. So. Dass das so machen, dass da unten der Verteiler ist und oben drüber soll das Ding dann sein, dass das hier so ein bisschen versetzt hier reingeht. So ungefähr. So in die Richtung soll das auch funktionieren. Also so sieht es auch relativ gut aus. Ne, das ist alles schön gleichmäßig. Und der da hinten ist ein bisschen schief. Aber das kann man ja dann alles dementsprechend richten. Und das, was hier gemacht worden ist eine Katastrophe, dass dann. Bei Dünging, das musste ich wegen diesem Band machen. Das Band will ich ja dann verschwinden lassen. Gut. So. Genug geredet. Ende der Durchsage. Ja, ich mache das dann außerhalb des Videos und dann zeige ich euch dann, wenn es dann soweit ist, hier drinnen. Oder ich starte das nächste Video, mache einen Break und sage, sorry Leute, so sieht es jetzt aus. Kann auch sein, dass ich das so mache. Vielleicht, mal gucken. Dass ich alles wegreiße, was ich wegmache, ich dann den Break mache, dass ich Ruhe aufbaue und dann schauen wir mal. Gut, ihr seht es im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss und danke fürs Zuschauen und für Däumchen. Bis dann. Tschö, tschö.